Christian, im letzten Jahr seid ihr mit sehr zurückhaltend in die Saison gegangen mit euren Formulierungen. Habt das dann im Weihnachten gesagt, versucht, das habt ihr ja auch, wenn es dann auch nicht geklappt hat. Haltet ihr es dies Jahr genauso? Ich wüsste nicht, dass sich da irgendwas dran ändert. Ich glaube, dass die ganzen Vereine, ob das wir sind oder die anderen 17, gestern erfahren, dass 11 deutsche Meister in der zweiten Liga spielen, alle Ambitionen haben wollen und die meisten sind auch mit ihrer Kaderplanung nicht am Ende, wir auch noch nicht. Wir werden auch noch auf der einen oder anderen Position noch hoffentlich noch einen Neuzugang begrüßen können. Von der Seite her kann man das auch noch nicht seriös beantworten. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich eine gute Runde spielen, ordentliche Runde spielen und natürlich so weit wie es geht oben mit dabei sein, das ist so ganz klar. Aber wir werden wahrscheinlich mit der jüngsten Mannschaft in der zweiten Liga antreten, dass es da mal rumpelig werden kann und auch mal die Jungs auch Fehler machen. Dessen sind wir uns auch bewusst, aber wir haben uns auch bewusst für die Jugend entschieden. Wir haben diesen Umbruch, das muss man ja sagen, wenn 12 Spieler den Club verlassen, in der Form so nicht geplant. Aber es ist nun mal so gekommen und ich denke, wir haben es gut hingekriegt und wir werden das Beste daraus machen. Immer wieder kocht mal dieses Thema Terodde hoch, von links, von rechts, von irgendwoher. Haben Sie mit so einer Wirkung, mit so einer Außenwirkung gerechnet, als Sie gesagt haben, okay, wir geben ihn weg, er will weg, also, wir kriegen Geld dafür? Welche Außenwirkung? Im Moment stelle ich das nicht so fest. Also Tatsache ist, dass wir uns das natürlich auch reiflich überlegt haben. Auf der anderen Seite muss man einfach auch mal sagen, dass dieser Spieler nicht bereit war, seinen Vertrag beim VfL Bochum zu verlängern. Und dass die Fans, die Mitglieder und alle, die für den VfL Bochum sympathisieren, enttäuscht sind, dass der beste Torjäger der letzten Saison vom VfL Bochum, dass er den VfL Bochum verlässt, das kann ich nachvollziehen. Aber Sie müssen immer davon ausgehen, dass wir doch uns selbst auch nicht schaden wollen. Also natürlich ist es so, dass wir den Simon Terodde gerne mittel- und langfristig an den Verein gebunden hätten. Aber das ist nicht passiert, weil er es nicht wollte. Das Gleiche trifft für Ono Bulut zu. Ein eigenes Gewächs, dass wir dafür kritisiert werden, das war uns auch klar. Aber wir möchten hier perspektivisch was zusammenbauen. Das ist uns im letzten Jahr, denke ich, ganz ordentlich gelungen. Aber wie gesagt, aufgrund dessen, dass uns natürlich die komplette Offensive, und das ist ja auch nicht so, die Kritiker, die heute auf das Tablett treten, die wissen natürlich im Nachhinein alles besser. Ein Yannick Haberer, den kannten die meisten vor einem Jahr überhaupt nicht. Und jetzt beschweren sie sich darüber, dass er ablösefrei vom VfL Bochum weggeht. Er hat diesem Verein geholfen in einem Jahr. Das war auch, sage ich mal, für uns auch ein Risiko, diesen Spieler zu holen, weil ihn eben keiner kannte und er hat sensationell gemacht. Also hat er den Verein auch weitergebracht und hat ihm auch geholfen. So, und bei Terracino trifft das Gleiche zu. Er hätte einen Vertrag gehabt, wenn wir aufgestiegen wären. Wir haben auch frühzeitig versucht, Terracino zu verlängern und er hat sich entschieden, eben einen anderen Weg zu gehen. Aber ich habe auch keine Lust, dass ich mich für Dinge rechtfertige, die im Fußball normal sind. Und aus dem Grunde müssen wir damit leben und versuchen jetzt mit dieser Mannschaft den nächsten Anlauf zu machen. Und unser Plan ist, diese Mannschaft dann hoffentlich so zusammenzuhalten über einen längeren Zeitraum, sodass da auch was zusammenwächst. Christian, noch mal eine Anschlussfrage zu Terodde, damit wir das Thema dann begraben können. Hat es jemals ein konkretes Angebot aus England für Terodde gegeben? Bei mir ist keins angekommen, Günther. Ja, auch das, natürlich wird das in der Öffentlichkeit spekuliert. Ich weiß auch, dass der ein oder andere Experte der Meinung ist, man hätte ihn nicht nach Stuttgart gehen lassen dürfen. Die Tatsache ist, der Spieler geht natürlich dann dahin, wo er gerne hin möchte. Und zum anderen, egal ob er ins Ausland gegangen wäre oder in die erste Bundesliga, er wäre trotzdem weg gewesen. Er wäre nicht mehr beim VfL Bochum gewesen. Und wie gesagt, im Nachhinein ist man immer klüger. Vor allen Dingen die Menschen, die sowieso alles besser wissen. Im Ruhrgebiet, die fühlen sich immer ein bisschen nachbeteiligt. Hä? Am Anfang, als Simon Terodde gekommen wäre, dann hat man gesagt, was muss man mit einem Spieler, der bei Union Berlin weggeschickt ist.
Jetzt haben wir ihn nicht weggeschickt, aber wir haben verkauft für 3,5 Millionen und sagen, warum habt ihr Torotta gehen lassen? So ist immer was. Ja? Oder man hört, ja, es ist am Samstag, schlechtes Wetter und was auch. Wenn wir gut Fußball spielen, bin ich darüber besorgt, dass wir die Leute, die wir verloren haben, auch wieder zurückbekommen.